Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 24 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Und heute geht es um den Zauber der Ohnmacht oder die Bewusstlosigkeit. Wir haben gesehen, dass um 1800 das große Thema der Zeit ist die Erfindung einer seelischen Sphäre, nämlich des Unbewussten, das sich ganz stark vom Bewusstsein unterscheidet. Und am Anfang, eben um 1800 und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist dieses Unbewusste noch sehr positiv aufgeladen. Es ist ein Bereich des Fühlens und Glaubens, der Gott nahesteht und der vor allem auch den Frauen nahesteht. Es wird sehr positiv gesehen. Und erst im Biedermeier und dann im viktorianischen Zeitalter wird dieser Bereich negativ aufgeladen, wird zur Sphäre der Triebe, des Triebhaften, zu einer Sphäre, die das Ich gefährdet, den Verstand gefährdet, die Logik außer Kraft setzt und damit wirklich eine große Gefahr für die Menschheit darstellt. Aber am Anfang, wie gesagt, ist diese Sphäre des Unbewussten, des Glaubens, Ahnens und Fühlens äußerst begehrenswert und gerade die Frauen sind nun eben Trägerinnen dieses Bereiches ganz besonders. Und wenn diese Frauen nun in Ohnmacht fallen oder wenn sie schlafen, wenn sie schlafwandeln oder träumen, dann üben sie auf die umgebende Männerwelt einen ganz starken Reiz aus, auch einen ganz starken sexuellen Reiz, der dann eben auch zu Vergewaltigungen führt und die männlichen Fantasien erregen und zu Fehlhandlungen führen. Eine Novelle, die ich sehr, sehr liebe, schildert von so einer Fehlhandlung eines Mannes. Und das ist die berühmte Novelle von Heinrich von Kleist, Die Marquise von O. Darin wird geschildert, wie eine Frau, die in Ohnmacht fällt, von einem Mann vergewaltigt wird. Sie ist so reizvoll für ihn, dass er nicht an sich halten kann. Diese Frau wird dann schwanger, aber sie ist eben unschuldig an diesem Sündenfall der Menschheit und wird den verbrecherischen Mann, der in sich zerrissen ist, auch zur Harmonie führen. Das Ganze wird dann sehr harmonisch enden. Das ist eine Geschichte, die vor allem eben Heinrich von Kleist immer wieder geschildert hat in einigen seiner Stücke, auch in seinen Schauspielen, eben wenn die Menschen in diesen Zustand der Bewusstlosigkeit, des Tagtraums verfallen, dann sind sie jenseits von Gut und Böse, dann sind sie in eine Sphäre, in der sie heilig sind und unantastbar und sündlos. Also wie gesagt, die Marquise von O. Spiel ist erschienen im Druck 1808. Der Schauplatz ist Italien und die Zeit der Zweite Koalitionskrieg 1799 bis 1802. Eine verwitwete Marquise lebt bei ihren Eltern. Das Gut wird von russischen Truppen gestürmt. Die Marquise wird fast vergewaltigt und in letzter Sekunde von einem jungen russischen Offizier, einem Grafen, gerettet. Sie fällt in Ohnmacht, ja, und da passiert es eben. Und dieses kleine Stück lese ich Ihnen jetzt vor. Also, man schleppte sie in den hinteren Schlosshof, wo sie eben unter den schändlichsten Misshandlungen zu Boden sinken wollte, als, von dem Zetergeschrei der Dame herbeigerufen, ein russischer Offizier erschien und die Hunde,
die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden Hieben zerstreute. Der Marquise schien eher ein Engel des Himmels zu sein. Er stieß noch dem letzten viehischen Mordknecht, deren schlanken Leib umfasst hielt, mit dem Griff des Degens ins Gesicht, daß er mit aus dem Mund vorquellendem Blut zurücktaumelte, bot dann der Dame unter einer verbindlichen französischen Anrede den Arm und führte sie, die von allen solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von der Flamme noch nicht ergriffenen Flügel des Palastes, wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier, Gedankenstrich, traf er, da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, Anstalten, einen Arzt zu rufen, versicherte, indem er sich den Hut aufsetzte, dass sie sich bald erholen würde, und kehrte in den Kampf zurück. Entschuldigung. Ganz berühmt sind bei Kleist immer diese Gedankenstriche oder die Punkt, Punkt, Punkt. Der Graf erscheint hier als der Retter der Marquise, der nun eben in diesem Moment der Sprachlosigkeit, ausgedrückt durch den Gedankenstrich bei Kleist, sich über die Frau hermacht und sie vergewaltigt. Er kehrt zurück in den Kampf, wird schwer verletzt, kehrt dann sehr bald zur Familie der Marquise zurück, hält um ihre Hand an. Es ist so ungestüm, dass die Marquise erschrickt und zurückhält seine Bitte eigentlich in die Zukunft, die Antwort auf seine Frage in die Zukunft verschiebt, um eine Bedenkzeit bittet, und der Graf muss also unverrichteter Dinge wieder abziehen. In der Zwischenzeit stellt die Marquise fest, dass sie schwanger ist, weiß nicht woher, von wem. Der Vater wirft sie aus dem Haus, und schließlich gibt die Marquise in ihrer Verzweiflung eine Zeitungsannonce auf. Der Vater des Kindes, das sie empfangen habe, möge sich doch bei ihr melden, sie werde ihn heiraten. Der russische Graf kehrt zurück, gibt sich als der Vater des Kindes zu erkennen. Die Marquise ist vollkommen entsetzt darüber und verweigert sich ihm. Schließlich kann sie die Familie überreden, den russischen Grafen zu heiraten. Und das wird eine ganz glückliche Ehe werden. Es werden noch viele, viele kleine Russen in die Welt gesetzt werden. Und auf die Frage ihres Mannes, warum sie ihn denn bei seinem Geständnis so abgelehnt habe, erklärt sie ihm, dass er eben in dieser Vergewaltigungsgeschichte wie ein Engel erschienen sei, der sich dann eben durch sein Geständnis als Teufel entpuppt habe. Und nun gibt es eine kleine Geschichte, die der Graf der Familie erzählt, die sehr aufschlussreich ist darüber, wie Kleist nun diese Marquise sieht, nämlich eben als eine Frau, die ein Kind empfängt, in einem Zustand, in dem sie zu keiner Sünde fähig ist, weil sie bewusstlos ist, weil sie nicht willentlich reagieren kann. Und da ist sie eben unschuldig, wie ein unschuldiges Lamm. Und der Graf erzählt nun, dass er in seiner schweren Krankheit immer wieder die Züge der Marquise gesehen habe und die an seinem Bette gesessen hätte. Ich zitiere: Wie er die Vorstellung von ihr in der Hitze des Wundfiebers immer mit der Vorstellung eines Schwans verwechselt hätte, den er als Knabe auf seines Onkels Gütern gesehen, dass ihm besonders eine Erinnerung rührend gewesen wäre, da er diesen Schwan einst mit Kot beworfen, worauf dieser still untergetaucht und rein aus der Flut wieder emporgekommen sei, dass sie immer am feurigen Flusse, auf feurigen Fluten umhergeschwommen wäre
und er Tinka gerufen hätte, welches der Name jenes Schwanes gewesen, dass er aber nicht imstande gewesen wäre, sie an sich zu locken, indem sie ihre Freude gehabt hätte, bloß am Rudern und in die Brust sich werfen, versicherte plötzlich blutrot im Gesicht, dass er sie außerordentlich liebe. Eben. Also der Schwan, das Sinnbild für eheliche Treue, der Schwanengesang, der angestimmt wird, angeblich, wenn ein Schwanenpartner stirbt, weiß unschuldig, den auch Schmutz, das Bewerfen werden von mit Schmutz nichts ausmachen kann an seiner Reinheit. Das ist eben dieser Zustand, den er bei der Marquise gesehen habe und den er eben schmählich missbraucht hat, indem er sie geschwängert hat, sozusagen vergewaltigt hat, eben mit sozusagen mit Kot beworfen hat. Also der Zustand des Unbewussten, was hier in dem Fall eben im Falle der Ohnmacht deutlich wurde, das ist äußerst reizvoll für diese männliche Welt und ja, und verleitet sie zu Taten, die nicht comme il faut sind. Es gibt noch eine andere sehr nette Stelle bei Heinrich von Kleist, die sehr viel harmloser ist, und zwar im Käthchen von Heilbronn, 1810 uraufgeführt, spielt im späten Mittelalter zur Zeit eines Kaiser Maximilian und erzählt die Geschichte des Grafen Wetter vom Strahl. Er wird verfolgt von einem Bürgermädchen namens Katharina, die ihn nicht loslässt, die ihm folgt auf Schritt und Tritt, die ihn sozusagen stalkt. Und keiner kann sich erklären, warum. Schließlich kommt es dazu, dass er sie antrifft, wie sie im Garten schläft, und sie ihm im Traume mit ihm spricht und ihm erzählt, warum sie ihn so verfolgt und dass sie weiß, dass er sie liebt und sie beide heiraten werden. Und so stellt sich das dann auch als wahr heraus. Noch dazu, weil beide in der Silvesternacht in einem Traum, den beide geträumt haben, sich begegnet sind. Und das wird dann auch den Grafen Wetter vom Strahl davon überzeugen, dass sie zusammengehören und dass sie heiraten werden. Ich lese Ihnen daraus eine kleine Stelle vor, wie er sie aufsucht im Garten, während sie schläft, und wie sich dann nun ein Gespräch zwischen den beiden entspinnt, das außergewöhnlich ist, weil diese Schlafende sehr klar und sehr deutlich mit ihm sprechen kann. Also der Grafvetter vom Strahl lässt sich auf Knien vor ihr nieder und legt seine beiden Arme sanft um ihren Leib. Sie macht eine Bewegung, als ob sie erwachen wollte, liegt aber gleich wieder still. Der Graf: Käthchen, schläfst du? Nein, mein verehrter Herr. Und doch hast du die Augenlider zu. Die Augenlider? Ja, und fest dünkt mich. Ach, geh. Was, nicht? Du hättest die Augen auf? Groß auf, soweit ich kann, mein bester Herr. Ich sehe dich ja, wie du zu Pferde sitzest. So. Auf dem Fuchs, nicht? Nicht doch, auf dem Schimmel. Wo bist du denn, mein Herzchen? Sag mir es. Auf einer schönen grünen Wiese sitze ich, wo alles bunt und voller Blumen ist. Der Graf: Ach, die Vergissmein nicht, ach, die Kamillen. Käthchen: Und hier die Veilchen, schau, ein ganzer Busch. Ich will vom Pferde niedersteigen, Käthchen, und mich im Gras ein wenig zu dir setzen. Soll ich? Das tu, mein hoher Herr. Hey, Gottschalk,
wo lass ich doch das Pferd? Gottschalk, wo bist du? Ja, lass es stehen, die Liese läuft nicht weg. Meinst du? Nun denn, so sei's. Pause, er raschelt mit seiner Rüstung. Mein liebes Käthchen, er fasst ihre Hand. Mein hoher Herr, du bist mir wohl recht gut. Gewiss, von Herzen. Aber ich, was meinst du? Ich nicht. O Schelm. Was, Schelm? Ich hoff... O geh, verliebt ja wie ein Käfer bist du mir. Ein Käfer, was? Ich glaub, du bist... Was sagst du? Ihr Glaube ist wie ein Turm, so fest gegründet. Sei's, ich ergebe mich darein. Doch, Gätchen, wenn's ist, wie du mir's sagst. Nun, was beliebt? Was, sprich, was soll draus werden? Was soll draus werden? Ja, hast du's schon bedacht? Je nun, was heißt das? Zu Ostern übers Jahr wirst du mich heiraten. Das ist diese Geschichte aus dem, diese Szene aus dem Käthchen von Heilbronn, wo er sich voll bei Bewusstsein einer Schlafenden, einer Träumenden nähert, in ihren Traum eindringt, mit ihr redet. Eigentlich eine Sache, die ja auch nicht ganz schön und ganz koscher ist. Und dann eben im Traum die Wahrheit erfährt, denn sie weiß, dass sie zusammengehören und dass sie heiraten werden. Und diese Frauen, die eben in Ohnmacht fallen oder träumen, die sich in anderen bewusstlosen Sphären befinden, das ist für die Männerwelt um 1800 äußerst reizvoll. In späterer Zeit wird das sehr oft negative Züge annehmen und zur Gefahr für den Mann werden. Ein frühes Beispiel finden wir schon bei E.T.A. Hoffmann in der Erzählung vom Sandmann, die 1816 veröffentlicht wurde, also kurze Zeit nach der Marquise von Ur und dem Käthchen von Heilbronn. Und hier ist es eine Puppe, Olympia, die vom Olymp kommt, ein Automat, eine Frauenfigur, die auch kein Bewusstsein hat, die leblos ist, eben eine Puppe ist, und in die sich der Student Nathaniel verliebt, der sie wie durch ein Fernrohr zum lebenden Objekt belebt, sieht, prismatisch verzaubert, der ihre himmlische Schönheit erkennt und nicht sieht, dass sie nur ein Automat ist, nur eine Puppe. Er verliebt sich immer stärker in sie, schließlich muss er erkennen, dass sie ein Automat ist und verfällt in Wahnsinn. Das ist eine Geschichte, die Frau dann auch als hirnlose Puppe, die wir dann auch im späten 19. Jahrhundert doch immer wieder in der Literatur finden, oft negativ, dann eben auch gesellschaftskritisch gesehen, wie eben bei Ibsen als Frauen, die wie Püppchen gehalten werden. Und wir werden auf Ibsens Stück Nora oder ein Puppenheim auch noch zu sprechen kommen. Der Zauber der Ohnmacht, die Bewusstlosigkeit, die vor allem Frauen charakterisiert, als ein Zustand, der sehr, sehr reizvoll für die Männer ist und selbst noch als hirnlose Puppe von ihnen erwünscht wird, denn nur da können sie schalten und walten, wie sie wollen.